Hey, willkommen zu einer Folge auf dem Kanal, Leute. Und wie versprochen, gibt's mal heute die ganzen Locations für die ganzen Rift-Portale und die für die ganzen Löcher von der Golfball-Challenge. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen gleich mit den Rift-Portalen. Und zwar kann ich hier euch gleich eine Map einblenden, die ich mir kurz rausgesucht habe. Und zwar sehen wir hier alle Locations, alle Spawns von Rift-Portalen. Und ich würde euch einfach empfehlen, geht Richtung Paradise, geht Richtung Wüste, weil da sind wirklich viele Spawns. In Richtung sogar auch von Jerusalem. Sind zwei Berge, die ihr benutzen könnt, um Rift-Portale aufzufinden, Leute. Und ja, falls ihr Glück habt, bekommt ihr sogar an einem Spawn mehr Rift-Portale, dann hättet ihr extremst Luck und könntet einfach in einer Minute die ganze Challenge schaffen, Leute. Und ja, merkt wir euch die Spawns von diesen Rift-Portalen. Und ja, dann kommen wir gleich nochmal zu den ganzen Spawns von den Golfbällen, von den Löchern von der Golfball-Challenge. Und zwar kann ich hier euch eine Map zeigen, die habe ich gerade selber gemacht. Und zwar seht ihr hier alle Locations, von denen ihr einen Golfball in ein Loch schlagen müsst, in die jeweilige Richtung, Leute, seht ihr auch easy. Also merkt euch für auch hier die Spawns, ihr könnt euch gerne das Video pausieren und dann euch die Challenge machen, Leute, ist wirklich schon relativ easy. Ihr müsst einfach nur auf dieser Position stehen bleiben und dann von dort ein Loch schlagen, Leute. Das wirklich, wie schon gesagt, 9 Mal, also 9 Spawns. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst euch ein Like, eine positive Wertung und einen Abend lang vergessen, weil nicht das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und ja, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Cheerio, bye.